ist das hier wieder am Misten. Am Belaya. Da kommst du hier an das wunderschöne Gewässer und denkst, die Algen gehst mal schön ein bisschen Spinnenfischen. Und dann ist das hier am Gewittern und am Rumsauen. Ah, ich glaube, ich gehe Plumps angeln. Leute, ist ja nicht normal, Alter. Ist ja hier ein Sauwetter-Deluxe. Ich gucke jetzt hier erstmal am Belaya, wo man hier ausgiebig schön auf Grund angeln kann. Ah, ist ja wirklich wild. Brrr. Sauig das Wetter, kann ich dir sagen. Also, Plumps angeln. Ich brauche ein paar Fische zum Skillen. Ich will noch ein bisschen Fischfetzen skillen und sowas. Und ich suche mir hier einfach ein paar Spots, wo ich... Happy Hour, Happy Yeah, Yeah, Happy, Happy Yay. Wo ich hier ein bisschen was rausziehen kann. Und deswegen teste ich jetzt einfach mal hier am Belaya wieder ein bisschen auf Grund. Es wird mal wieder Zeit. Und ich sage euch, wie es ist. Also, Belaya und Grund ist einfach komplett zu wenig beangelt. Dafür, dass das Gewässer ab Level 12 frei ist, wird einfach zu wenig hier auf Grund geangelt. Und da muss man doch mal ändern, Alter. Das kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass du mit Level 12 nur die Möglichkeit hast, zur alten Festung zu gehen. Jetzt guckt ihr das an. Gerade reingeschmissen. Zack, sofort bimmelt es los. Da weiß ich doch, dass ich gleich die anderen Routen schon mal umändern werde. Geht schon direkt los hier mit dem Köder. Oh doch, hier auf dem Käse auch. Sehr schön. So muss das sein. Also, warum wieder Belaya? Ziehen wir erstmal raus hier den Brocken. Weil jetzt an diesem Wochenende geht es wieder am Belaya, beziehungsweise geht es dann richtig los am Belaya, aufs Team Spot Suche. Hat letztes Wochenende nicht funktioniert. Da war das mit der Orga ein bisschen schwierig. Aber dieses Wochenende klappt es. Alles organisiert, dass auch alle mitmachen können. Dass jeder seinen Spot zugewiesen bekommt und so weiter und so weiter. Die ganze Auswertung dahinter ist ja auch jede Menge Arbeit. Und deswegen starten wir das jetzt dieses Wochenende nochmal. Heißt also, wenn du Bock hast, am Belaya mitzuhelfen, dass man eben nicht nur Spinning-Spots hier findet, sondern vielleicht auch für die Starter oder für Level oder ab Level 12 Angler richtig geile Grundangelspots, weil das wird da eben auch Schwerpunkt dann beim Team-Spot suchen. Am Belaya, wenn man sich das jetzt hier anschaut, das ist ja nicht viel hier, der kleine Schniepi. Einfach hier verschiedene Stellen testen auf Grund oder auf Pose. Ich weiß, dass hier einige von den Stippern richtig geil auf Stippe auch Forellen und so rausziehen. Auch das ist super interessant. Wenn du also den Plan hast vom Stippen, wo man hier sich hinstellt. Ich meine, die Top-Secret-Spots, die muss man ja nicht verraten. Aber vielleicht in der Art oder mit welchem Köder. Die ganzen Stipper, die wollen ja ihre Super-Spots immer nicht verraten. Weil das halt für die Stipprekorde immer... Alter, das saut hier aber rum, ey. Weil das halt für die Stipprekorde auch immer wichtig ist. Aber wenn man halt so einen Impuls geben könnte. Alter, versuch doch mal grob, vielleicht so hier, mit dem und dem Haken oder die und die Köder, die und die Tiefe mit, ne? Dann hilft das doch auf jeden Fall schon mal weiter. Wie gesagt, gerade allen, die eben auch überhaupt keinen Plan haben vom Spinning oder auch überhaupt keine Lust haben darauf, erweitern wir also für alle dann den Horizont im Angeln allgemein. Wäre halt geil, wenn du Bock hast, einfach anmelden im Discord. Link ist ja unten drunter. Und dann Koboldchen kurz anwispern oder mich anwispern und dann Bescheid sagen. Alden, ich bin dabei.
Let's Fetz, Teamspot-Suche, schön jetzt, Freitag, Samstag, Sonntag, Attacke Vollgas und dann mal gucken, an welchen Spots hier noch ein bisschen was geht. Ich ziehe gerade Rotaugen raus und ich habe noch ein paar Rotaugen im Kescher. Genau, hier sind sie. Das sind die ganzen von gestern noch, die Brocken. Die werde ich gleich alle schön zu Fischfetzen verhackstücken. Ich suche gerade Rotaugen als Trophies. Und war zuletzt, mit diesen Rotaugen war ich jetzt zuletzt am Ladoga. Aber ich weiß, dass auch hier die Stelle immer wieder ganz gut ging mit Rotauge. Und auch immer wieder ganz gut ging mit Rotauge und Borkenkäferlarve. Also könnten wir quasi jetzt schon mal festhalten. So würde ich das jetzt machen beim Team Spot-Suche. Ich hatte mir beim letzten Mal so eine Liste gemacht. Also mir war so ein Bereich quasi zugewiesen, so ein Uferabschnitt. Und dann habe ich mir ja da so zwei, drei sexy aussehende Stellen rausgesucht. Ich meine, hier sieht alles sexy und mega gleich aus. Aber ne, dann habe ich mir halt so einen Bereich ausgesucht, habe mir dann nebenbei so eine Liste einfach aufgemacht und in der Liste dann eben reingeschrieben, die und die Position, kurz einen Screenshot gemacht, zack, F12, hier ist es F12, kurz einen Screenshot gemacht, dann hatte ich die Position mit drin, dann hatte ich nochmal einen auf DIN hier gemacht, also reingestellt. Dann hatte ich hier die Kombination, beziehungsweise so, dann weiß man auch womit. Auch nochmal ein Screenshot. Und dann hat man einfach ratzfatz die Daten zusammen. Und dann habe ich mir auch immer eine Zeit gesetzt. Innerhalb von der und der Zeit habe ich dann an der und der Stelle. Und dann kommt dieser hier. Zack, die und die Fische gefangen. Easy. 1, 2, 3 erledigt und dann hat man schon die Informationen zusammen, muss ich da gar nicht so ganz viel merken. Nur halt, dass man eben mit den Ködern die Zeit und die Stelle einfach zusammen hat, wie viel man gefangen hat und ob das eben dann auch eindeutig dem Köder zugewiesen ist oder ob das einfach nur Zufall ist sozusagen, ob da ollen Schiedkram alles reingeht und man gar nicht sagen kann, woran das liegt. Aber ich sag mal, nach einer gewissen Zeit stellt man eben fest, okay, liegt es einfach an dem einen Köder oder geht hier einfach alles rein. Ne? Also so ein Köder wie Mistwurm, es gibt halt so Allrounder-Köder, ne? Da kannst du einfach nichts machen. So, raus damit. Das sieht doch schon gut aus. Ja, warum Rotaugen? Hatte ich das schon gerade gesagt? Ich glaube nicht. Rotaugen ziehe ich gerade am Ladoga. Ladoga läuft gerade ganz gut mit Rotaugen. Und da laufen auch die Trophäen, weil ich das Achievement gerade mache. Es gibt in R4 ja diese Achievements und da gibt es ein Achievement, was da heißt, schmeiße, befreie 10 Trophies oder setze sie wieder zurück ins Wasser. 10 Trophäen, Alter. Und das machst du natürlich nicht, wenn du da gerade einen fetten Amur an der Leine hast und sagst, den schmeiße ich aber wieder rein ins Wasser. Nee. Aber bei so einem ollen Rotauge, was du ja wirklich easy fängst, also wirklich easy. Ich hatte gestern 1, 2, 3, 4, 5. War das eine Stunde ungefähr? Ich würde sagen, knapp eine Stunde. 5. Ja, kommt hin. 5 Trophäen in der Zeit. Am Ladoga. Das heißt, ich bräuchte jetzt nur noch 2 Stück, 2 weitere Trophäen. Dann habe ich die 10 voll, die ich freigelassen habe. Das heißt, fangen und wenn das dann so aufploppt, freilassen drücken. Nicht irgendwie im Kescher nehmen und dann wieder ins Wasser schmeißen. Dann ist der Fisch abgemurkst im Kescher, dann ist vorbei. Und wie gesagt, beim Rotauge geht das halt, ne? 1,2 Kilo Rotauge fängt man mal. Ladoga und Käse halt ganz praktisch, weil auf dem Käse oder beim Käse kann man halt einen größeren Haken auch nehmen, 4er Haken. Jetzt bin ich hier gerade mit einem 6er Haken unterwegs, weil das bei der Borkenkäferlarve halt nur funzt.
Aber nichtsdestotrotz funktioniert die Stelle auch hier, wobei ich halt in dem Levelbereich auch den Schnickschnack nicht machen würde mit den Achievements. Ne? Nächstes, es gibt dann natürlich noch ein Achievement als Steigerung, Alden, wenn du schon dabei bist, deine ganzen Trophys ins Wasser zu schmeißen, die Super-Trophy schmeißt du auch direkt hinterher. Das ist dann das nächste Achievement, eine Super-Trophy wieder reinsetzen. Auch das werde ich natürlich mit den Rotauge machen, wenn es denn dann irgendwann mal reinballert. Schauen wir mal. Aber das höchstwahrscheinlich dann am Laudoga. Guck mal, jetzt geht es hier ab hier auch auf den Käse. Hier habe ich ja immer noch den Käse dran. Ganz normale Rotaugen-Futtermische. Fluorocarbon-Schnur mit 8,9. Und dann gib ihm. Na, der hat noch nicht gehakt. Es gibt ja auch Karpfen hier, ne? Ich meine, das ist ja schon wild. Das musst du dir mal reinziehen. Brassen, ja. Brassen hat man hier schon mal immer mal wieder gesehen. Froschangeln ist bestimmt auch eine geile Sache. Gründling am Belaya, Güster am Belaya. Das ist eben auch schon manchmal ein bisschen tricky, ne? Nasen, auch super selten, oder? Sterlet sowieso. Wels, auch selten, aber das ist auch gut so. Hammer, ey. Also es gibt einfach ein paar Fische hier. Schuppenkarpfen am Belaya. Es gibt einfach ein paar Fische hier, die muss man einfach mal rausziehen. Es kann ja nicht sein, guck dir mal an hier, Trophy Schuppenkarpfen am Belaya fangen. Das ist doch mal eine Challenge. Nicht immer die ollen Döbel oder Bachforellen. Pah, Plumpsangeln allen. So, ringehauen, angemeldet. Und dann sehen wir uns am Wochenende hier schön ein rauskurbeln, Alden, am Belaya. Petri.